Ladies and gentlemen, this is Radio Free Pangaea. Let's subscribe to our reporter, Universal Innocent. Here I'm standing face to face at Pangaea's eastern border, in the middle of boiling waters, with Ghanaians and volcanoes. Continents are drifting faster, reckless mountains break away. You play with fire. Also spiel nicht zu lange diese Musik der Stones ein, sonst gibt es halt diese gierigen kleinen Pampersträger, die dann meinen vielleicht, man hätte irgendwelche Urheberrechte verletzt. Heute, am 13. September 2015, ein ganz besonderer Tag. Also nicht, weil es der 13. September ist oder weil es ein Sonntag ist, sondern weil vor 50 Jahren, heute vor 50 Jahren, allerdings war dieses heute damals ein Montag, ich mein erstes Konzert mit den Rolling Stones in der Hamburger Ernst-Merck-Halle hatte. Das ist 50 Jahre her. Und das ist der Anlass, heute im Smoking zu Ehren dieser großartigen Band, die sich über die Jahre immer mehr natürlich auch in meine Herzen gespielt hat, hat lange gebraucht natürlich, weil die unendlich überragenden Beatles auch heute noch über ihnen stehen, aber als Band, so als Typen, okay, das ist schon ein Stückchen, mit dem man sich selber so identifizieren kann. Also deshalb heute eine Sondersendung auf den Sonntag gemacht, damit ich diesen Tag auch genau treffe. Es gibt eine Menge da später zu erzählen. Ich will heute trotzdem die Tragik dieser Dreckswelt nicht ganz außer Acht lassen. Mal schauen, ich habe hier eine ganze Menge vorbereitet. Und damit wir im Plan bleiben, der üblichen Sendung, natürlich White House New College Scorecard. Super, das sind die besten Lösungen für die Studenten, dass sie nun also mit einer neuen Karte, what's the score, ne? Also what's the score, also wie steht's denn so ungefähr, nicht? Ja, rumlaufen müssen, das ist toll, wir müssen alles nachaffen dann hier in Deutschland, Europa. In August reiste der Senator Durbin durch Illinois, na wunderbar, was haben wir denn noch? Der Dieselblom, der hat sich über alles und nichts wieder in seine Eurogruppe auszulassen über Griechenland und halten sie wohl die Daumen, dass nächste Woche sich das alles regelt wieder. Die Eurogruppe hier, was hat sie da? Ach ja, Benchmarking, Tax Burden on Labor, ja. Die Tax, nicht nur on Labor, die Tax müsste mal kommen auf die Finanzwelt. Aber das ist ein anderes Thema, da trauen sie sich gar nicht ran. Hier, 9.11., da trauen sich natürlich die Amerikaner ran. Mit Recht natürlich zu erinnern, das ist ja nun auch gerade gewesen, der 11. Ich werde den Tag auch nicht vergessen. Das ist jetzt 14 Jahre wohl her und es ist natürlich 2.977 Menschen starben bei diesem ganzen Irrsinn dort. Und ich weiß noch, das war nachmittags um 3 doch in unserer Zeit, glaube ich, ne, wenn ich das richtig so erinnere. Und da war meine Frau beim Einkaufen und
Und ich rief sie an. Als ich das zufällig im Fernsehen, ich hatte zufällig geschaltet, ich weiß gar nicht warum, aus Huelva unten in Spanien, in Andalusien. Du gehst shopping und ich und draußen rum geht die Welt zugrunde, so ungefähr. Okay, kein Spaß, das war schon dramatisch. Nur wenn man bis heute diese ganzen Verschwörungstheoretiker, diese Idioten verfolgt, was da an Studien gemacht werden und wurden und so weiter, um Irrsinn aufzuklären, um Idioten zu widerlegen, die dann sagen, das hat es da gar nicht gegeben und Pentagon ist ja gar nicht, da ist eine Bombe oder eine Rakete reingeschossen worden, also ein Irrsinn. Nur ein Tropfen dafür, für die Studie, die ich mit der Gesundheit will. Aber das ist ein anderes Thema heute, gar nicht dazu. 9.11. ist das, Dangerous Deal, ja, die ganzen Republikaner, die diesen Iran... Deal, das ist ja gar kein Deal, das ist ja nur ein Abkommen, damit eben die nervösen Kontrolleure Atomenergie und Kontrollfunktionen da sich wichtig machen können, um dann wieder andere Wirtschaftskreisläufe in Gang zu setzen. Die stehen ja schon alle mehr als in den Startlöchern. Okay, sollen sie, ganz wichtig natürlich, wird ein neuer Markt wieder entstehen für eine Zeit. Und mein alter kleiner Jockey aus Kentucky, der Rand Paul, die ganzen Republikaner sind ja alle verehrt in dem Thema. So, welcome to the Rolling Stones. Also das ist okay, das lassen wir dann mal stehen. Und dann wollen wir hier einfach den ersten Break machen. Welcome, Rolling Stones. Habe ich gleich einen kleinen Trailer von Sekunden nur. Da spielen wir ein und dann wollen wir zu dem Thema Weltpolitik und Dreck und Flüchtlingsproblematik und was es alles gibt, weniger sagen, sondern ich will mich nur noch erinnern an meine letzten 50 Jahre mit den Rolling Stones. Okay, kurzes, erstes Break hier. Ladies and gentlemen, on the first night of their American tour, will you please welcome the Rolling Stones? Das sollen die angeblichen Live-Aufnahmen vom 13. September 1965 gewesen sein. Und das ist im Internet so fein runterzuladen. Wir haben das im Übrigen auch als CD und als Album und so. Aber die Aufnahmen, die dort fälschlicherweise auch selbst auf dem Portal der Stadt Hamburg anlässlich dieses Tages dann eingeblendet wurden und wie das so im Jahresbericht 1965, was alles so los war und dann die Kommentare, was da alles geschah dann in dieser Stadt. Oh, wunderbar, ich habe das mir runtergeladen, aber das ist wahrscheinlich müßig und lohnt auch nicht einzuspielen, aber diese Töne dann oh, tausende randalieren, sowas hat Hamburg noch nicht gesehen. Ja, ich muss allerdings sagen, maximal 750, vielleicht 2000, ich weiß nicht, aber 750 Leute, mehr gingen ja gar nicht in diese normalerweise Viehauktionshalle Ernst Merck dort hinein. Und deshalb gab es auch immer diese zwei Konzerte. Am späten Nachmittag, frühen Abend war das zweite Konzert. Und deshalb im Internet ist wohl die Frage, ich weiß nicht, erstes oder zweites Konzert steht da. Habe ich rein geantwortet, habe reingeschrieben, es muss das erste gewesen sein, denn wir waren im zweiten. Wir ist mein Bruder und noch ein Freund von uns gewesen. Und das war einfach irre. Aber wir waren im zweiten Konzert. Und deshalb kann ich so sagen, wenn das nicht geschnitten, weggeschnitten war, also der gute Brian Jones, der brachte beim Song Satisfaction das Grundstück fertig, dreimal anzusetzen, weil ihm zweimal eine Seite riss. Und der hatte nicht eine Ersatzgitarre, nein, der hat da schnell als Profi in Anführungsstrichen eine neue Seite eingezogen. War verrückt. Also, das waren die ganzen gut 20 Minuten. Und deshalb gab es auch hinterher dieses Chaos und deshalb gab es auch die Randale. Und deshalb sind wir auch mit berittener Polizei und Wasserwerfern dann zu unserem Auto geleitet worden. Unserem Auto ist falsch ausgedrückt. Ich war ja noch Schüler und mein Bruder war Lehrling mit dem Kumpel Werner. Und wir wurden von seiner Schwester
Werners Schwester, die hat uns hingefahren und das war alles so minutiös. Und unterhalb des Fernsehturmes hatten wir uns verabredet und da sind wir dann auch nach dem Konzert doch ziemlich trocken in Fußes hingegangen. Und was man dann hinterher so gehört hat, dass da tausende, ja, selbst im Buch der Stones, gucke ich nachher, wenn wir in die Bibliothek rüberschwenken, da ist dann sichtbar, dass das einfach Irrsinn war. Natürlich hat man sich Luft gemacht und die Leute waren enttäuscht, kann ich nur sagen. Die waren nicht begeistert, sondern das war mehr als Buh und Pfui und Sauerei. Und weil wir eine Menge Geld dafür bezahlt hatten, selbst wenn ich diesmal wegmache hier, jetzt, der Hand nochmal, ach, das war der junge Bub, ich damals, wenn wir die Mods und die Rockers aus diesem Film von den Who, allerdings erst in den Anfang der 70er Jahre nachträglich gedreht wurde, aber da war ich so ein Mod, also modern, also Mod, da war ich vor 17. Und wenn wir das weiterverfolgen, ja, das waren lange Haare, brachte mir einen Strafbesuch eines Orff-Konzertes ein. Mit einem anderen Kumpel, weil wir lange Haare hatten. Na, das war natürlich nicht die Begründung, sondern weil wir unflätig uns wohl im Musikunterricht verhielten. Ja, und damit fing alles an. Ja, mit diesen guten Boys, mit der ersten Platte von ihnen, die aber nicht so auf meiner Rechnung waren, denn ich war, wie ich ja eingangs sagte, na komm, die Fotoshow. Ja, ja, ich war mehr Beatles und wir waren Beatles und trotzdem hat man natürlich die Nummer 2, ewige Nummer 2, musste man natürlich auch haben und sammeln und hat man ja auch und wie wir gleich, wie gesagt, sehen werden. Also bis heute hat sich daran ja nichts geändert. Ja. Dieses Bild eben von dem vermeintlichen Auftritt in Hamburg, das war die Münsterhalle in Münster, weil dort nämlich die britischen Truppen stationiert waren in großer, großer Zahl. Deshalb wurde dort das erste Konzert gemacht und nicht in Hamburg, sondern in Münster. Und da waren, ich glaube, 10.000 Leute, während in Hamburg nur zweimal 1750, lass es 2000, ich weiß es nicht, habe es auch nicht groß recherchiert, gibt es auch, glaube ich, so kaum, es ist wohl peinlich genug, dass man solche Hallen damals ohne Akustik, ohne Atmosphäre, aber die da zurechtgemachte Münsterlandhalle, die wird immer verkauft, als ob das Konzert in der Hamburger Ernst-Merck-Halle war. Niemals, ja, niemals. Selbst auf den Stones-Seiten habe ich beim ersten Auftritt, wenn man da so mal durchscrollt und so, da habe ich nachher auch noch was eingebaut, beim ersten Auftritt, da haben die ein Bild, das könnte in Wien, oder ich nehme, es könnte auch Hamburg sein, an den Polizeiuniformen sieht man das ja. Das war niemals der Marquis-Club, wo sie angeblich am 12. Juli 1962 ihren ersten Auftritt hatten. Nee. Ja, die Leute glauben wahrscheinlich, dass die Zeitzeugen irgendwann mal aussterben. So, okay. Hier im Hintergrund habe ich aus dem Buch 40 steinige Jahre der Zusammenfassung meiner Erlebnisse um die Stones, so der Wiener Prater Stadion, das war im Marriott in Wien und so. Die hatten mir die Karten besorgen müssen, in Anführungsstrichen. Das läuft im Hintergrund, während ich hier erzähle. Aber ich glaube, wir sollten mal einen kleinen Cut machen einen Szenenwechsel und dann sehen wir uns drüben in der Bibliothek wieder. Okay, also Break hier und dann erzähle ich nochmal weiter, wie das dann, okay, um dieses Konzert und wie das so war und so weiter. Also bis gleich. Now let's switch to our reporter, Cosmopolitan Bourgeois. I'm standing hand in hand with Hungary's western end. In the middle of stormy weather, sand and rain and snow and ice. Continents are moving faster, higher mountains building up. In few moments, I am sure, over and in big disaster.
So. Da wollen wir mal hier kurz in der Bibliothek Platz nehmen. Rolling Stones. Ist eine ganze Kollektion da. Ich weiß nicht, wie oft ich mich noch umziehen werde. Allzu viel Zeit für Blödsinn ist ja wohl nicht bei allen 50 Minuten geplant. Aber hier in der Bibliothek Stones, alles Bücher von den Stones. Okay, ich wollte ja für meine 40 Jahre, 40 steinigen Jahre, nicht Reklame machen, aber das war ja anlässlich des größten, besten, mir und vielen, vielen Menschen, besten Konzerts der Stones am 13. September 2005. Das war ja, oh, ich mach mal das Fenster zu, hier ist ein Fenster offen, yes. Da hört man doch schon wieder die Landstraße, was man alles zu bedenken hat, wenn man sein eigener Kulissenschieber ist. Aber, nein, also wir sind live, authentisch und so soll es auch immer sein. Und deshalb diese 40 steinigen Jahre sind inzwischen zu 50 geworden. Und ich hatte mir damals 2 Jahre nach den 40 Jahren noch einen Anhang erlaubt, weil danach dann in Paris, Stade de France, ein erneuter Anlauf zu den Stones, wenn man schon vor der Haustür wohnt, damals in Châlons en Champagne. Und da war in einem Schaufenster eines Friseursalons, kurioserweise Friseursalons, ich gehe da lang, sehe da so ein kleines Schild, Aufforderung, 2 Karten für das Stones-Konzert. Ich war schon weiter und denke, oh, geh nochmal zurück, guck. 2 Karten. Stones. Ich wusste, dass sie immer noch mit ihrer Bigger Bang Tour auch in Europa dann inzwischen waren. Wir waren inzwischen von Spanien nach Frankreich, Châlons en Champagne, übersiedelt. Sonst kommt man ja auch nicht auf die Idee, sich selbst Umzugsweltmeister zu schimpfen mit, ich glaube, inzwischen 38 oder wie vielen richtigen Umzügen, so richtig schön. Ne? Nicht nur mit so einer Plastik Tüte wie die armen Refugees, na, schon so diese riesen LKWs, 18 Meter lang und noch was, ne? Ja, aber okay, ich denke, wenn du schon, ich wollte ja nicht mehr, denn nach dem Höhepunkt kann es ja eigentlich keinen nochmal Höhepunkt geben, ja eigentlich biologisch vielleicht noch nicht mal, ne? Ich ging also in den Friseursalon rein und die guckten mich an, dachten, jetzt kommt Arbeit des Jahrhunderts, ne? Ist an der Nenne, kein Bart, kein Haarschnitt. Ich wäre froh, wenn Sie die Verbindung zu diesem Mann, der da im Schaufenster dieses Angebot macht, herstellen könnten. Aber wurde telefoniert und so weiter. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte 2 Karten angeboten, hatte aber 3 und war dankbar, weil ich ihm alle 3 abnehme. Okay, habe ich ihm alle 3 abgenommen. Die kosteten damals, ich glaube, es steht sogar drauf auf dem Bildchen, 91 Franc, Entschuldigung, Euro natürlich, wir sind inzwischen in Euro. Also mal 3, okay. Letztlich war ich dann der einzige Besucher auf diesen 3 Tickets, weil mein Sohn zwar mit mir nach Paris ja kam und wir hatten auch toll in Paris genächtigt, aber er wollte nicht, er hat gearbeitet im Hotelzimmer. Er wollte in diesem Massenauflauf nicht und ich dann in dieses Stade de France, da gibt es auch Bilder auf dem Screen in der Dia-Show, wie ich, alter Kerl, dort gestiefelt und gespornt dann dahin ging. Es ist einfach nur bestätigend gewesen, es gibt nach einem Höhepunkt keinen weiteren Höhepunkt und das lahme französische Publikum, das erst wach wurde bei der 2. Zugabe, die Stones brav gaben, weil es in ihrem Programm so vorgesehen ist, weil man davon ausgeht, dass sie Zugaben machen. Okay, also das war Rolling Stones in Paris. Deshalb ist dieses Buch eigentlich 42 Jahre, aber das ist so schön beschrieben von Anfang bis zum Ende, diese ganzen Erlebnisse drumherum. Und wenn ich als Einspielmelodie Play with Fire hatte, dann weiß ich nicht, ob ich dies hier schon wieder, das ist jetzt hier nicht Spiel mit Feuer, aber diese Musik, selbst wenn es 20 Sekunden oder 10 sind,
gierige kleine Anwälte könnten ja vielleicht sagen, oh, der hat das Urheberrecht verletzt, das ist ja eine furchtbare Szene geworden, dass alles nur noch mit Anwälten geht. Und das liegt aber ursächlich daran, glaube ich, dass die Menschen gierig sind, einfach gierig sind. Also vor 50 Jahren wären die Stones sicherlich froh gewesen, wenn irgendwo in der Metrostation, egal wo in der Welt, die eine oder andere Band ihre Lieder, die jetzt inzwischen dann zu Gassenhauern geworden sind, aber die, wenn die mal gespielt hätten, eine bessere Werbung hätte es ja gar nicht geben können. Ne? Ich denke zum Beispiel, Display with Fire erinnere ich auf unserer Klassenfahrt 1965 an die Mosel. Und in dieser Jugendherberge, weil man ja als Schulklasse in Jugendherbergen reist, da war in dieser Eingangshalle, saß eine Band, fünf Kerle, rothaarig, komische Vögel, irre Typen. Es hätten die Stones sein können. Ich sag mal so vom Aussehen, nicht in ihrer Hässlichkeit wieder die Schönheit. Oder wo habe ich so eine Beschreibung bei der Suche, als man Ronnie Wood als Ersatzmann für dann damals den Mick Taylor fand. Also hässlich genug, um bei den Stones als schön zu gelten. So, irgendwo steht das so ironisch, ich glaube sogar in diesen Büchern oder wo auch immer, auf ihren eigenen Seiten vielleicht sogar. Ne? Ja, also Bücher ohne Ende beschreiben ja die Stones und Chronicles und Auflistungen über die entsprechenden Tage der Welt. Aber das Schönste ist natürlich, dieses Buch ist natürlich großartig. Nicht? Das hat mir letztes Jahr zum Geburtstag ein Freund geschenkt. Und da habe ich doch hier eine Karte, warte mal, reingesteckt. Genau ist das hier die Deutschlandtour. 11. bis 15. September 65. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber da dieses Bild hier, das ist, da steht der Name nicht. Aber den kann ich, den kenne ich. Der hieß damals, und der, aber der wird wohl nicht mehr leben, Karl-Heinz Hollmann. Und die hatten dort aktuelle Schaubude, glaube ich. Hieß es aktuelle Schaubude? Ja, da waren sie wohl, wie man sieht. Und der hat sie da eben interviewt, der Karl-Heinz Hollmann. Und hier sind eben die Bravo. Die härteste Band der Welt, nicht, bringt die Sensation. Bravo hat es. 11. September war ein Samstag, Münsterlandhalle, 12. war dann Sonntag, 13. war Montag. Nicht? 15. war dann die Waldbühne in Hamburg, ja, ja. Eine Veranstaltung, ja, da war auch zweimal, 17 und 20 Uhr, da in der, auf der Waldbühne war nur um 20 Uhr, in Hamburg war es dann auch 17 und. Ja, also egal wie, ich weiß nur, Hamburg war das mieseste Konzert, was ich jemals erlebt habe. Eigentlich, okay, es gab Konzerte mit ihnen, da bin ich nach 10 Minuten gegangen, in Hamburg, in Frankfurt mal. Ich bin schon vor dem Konzert mit meinem Sohn aus dem Münchner Olympiastadion gegangen, weil die Sitzplätze, die wir zwar gebucht und bezahlt hatten, dort sitzen wollen, nur diese Proleten, die da ja sich leider in solchen Massenveranstaltungen breit machen, die haben auf Vater und Sohn so keine Rücksicht genommen und da saßen wir dann nicht im Block Z4, sondern irgendwo rechts oben hoch, JVD, und die Testgruppe, die da spielte, das war so lausig, da hatten wir dann, das war Pfingsten 1990, ich glaube 90, verzichtet und haben gesagt, Dankeschön. Dann riefen mich Unmengen Kunden an, na wie war es dann? Das war doch das Konzert. Yes, yes. Dann kam ich ins Grübeln und weil die Direktion im Marriott Hotel in Wien noch einiges gut zu machen hatte, wie sie selber sagten, an uns, rief ich die an und sagte, könnt ihr mir nicht, denn danach, kurz danach war dann im Wiener Praterstadion, heute heißt es Ernst-Happel-Stadion, auch ein Konzert. Super. Da habe ich gelernt, dass man keine Kamera mitnehmen darf. Denn ich hatte eine kleine Minox und die wurde mir doch tatsächlich aus meiner Jeansjacke konfisziert und die musste ich dann nach dem Konzert bei der Polizei wieder abholen. Das war ein ganzer Container, den sie da gelagert hatten mit Nummern und also keine Aufnahmen. Wenn man heute sieht, was überall geschieht, die stehen ja alle mit ihren iPads oder iPhones und so weiter und filmen ja die Konzerte von vorn bis hinten.
wo fängt es denn eigentlich an mit Urheberrechten? Ja? Und dann wird es ja ins Netz gestellt und gemacht und du kriegst ja alles runtergeladen. Du hast ja heute alles, wenn du willst, und es läuft und dudelt. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund aus dem Arbeitszimmer habe ich es laufen lassen, das Konzert von 1965 nicht. Schlecht genug, aber ich will ja nichts Negatives sagen. Im Gegenteil, diese Inspiration dieser ja, Wilden, die legten in einem selber ja Kräfte auch frei. Die Inspiration, sich aufzulehnen, die Texte, die Titel, die waren nicht sehr, ich sag mal, ausformuliert, was jetzt eine Revolution angeht. Nee, ja, die Beatles waren da schon konkreter dann, der John Lennon später. Aber sie haben das immer so fein umschrieben und so. Deshalb sind sie dann auch bis hoch in den Jetset dann aufgestiegen und abgedriftet natürlich nicht. Und bis heute, wenn man dann die Aufnahmen später sieht, ja, der gute Kies, der hat einen guten Zahnarzt, nicht? Wenn man diesen Lattenzaun oben und unten in Kunst, dann weiß man, Junge, du hast hier mit den Drogen deine Zähne vor dem völlig kaputt gemacht, nicht? Aber okay, die haben es überlebt. Wunder, oh Wunder. Jetzt trinken wir mal. Die haben nicht gesund gelebt. Obwohl sie es heute wahrscheinlich tun, denn sie sind ja über 70 und sie sind klug genug, an einem gesunden Körper festzuhalten, damit sie noch ein paar Jährchen machen können. Das macht ihnen Spaß, das Geld deswegen nicht. So, und wenn ich hier so sitze, in den Büchern blättern könnte, ich habe das alles natürlich gelesen. Manche Leute haben Bücher und haben ja noch nicht mal drin gelesen, aber ich habe alle gelesen. Ist natürlich toll, die Erinnerungen, die selber einem kommen, egal welches Jahr man aufschlägt, man hat mit ihnen um sie herum tollste Erlebnisse. Nicht? So, ich glaube, das war der kleine Ausritt hier. Achso, ich wollte was vorlesen, glaube ich. Das war ganz passend. Wo war es denn? Ich hatte doch die Karte extra reingelegt für 65. Ja, komm. Das war mein Konzert. Ach, hier war die Karte. Aha, entspann dich. Du wirst nur ein Jahr älter. Ja, das war ein ganz toller Geburtstagsgruß. Und da stand dann drauf: Man kann den Frühling im Jahr nicht... Aber was? Man kann den Frühling im Jahr nicht festhalten. Ach so, das war da in die nächste Zeile gerutscht. Aber man kann jung bleiben, in der Seele bis an sein Ende, wenn man die Liebe lebendig erhält, in seinem Herzen für die Menschen, die der Liebe würdig sind, und das Auge offen behält für das Schöne, Große, Gute und Wahre. Also, das hat eine Fanny Lewald geschrieben und die Freunde von Wenzel, die haben, die Iris und der Waldi, die hatten mir das mit den Grüßen auch von den Kindern und den Hunden geschenkt, dieses Buch, weil sie wussten, was ich für ein vernarrter Kerl bin. Denn ich habe ja bis unten zu den Socken, ich weiß nicht, ob man sieht, Stone-Socken an. Ja, Unterhose nicht, ich schlafe auch nicht in Unterwäsche, in Bettwäsche von den Stones und auch nicht in den Bayern. Bettwäsche, obwohl es auch in mir drin ist. Nein, das ist so sensationell, so ein Buch zu besitzen zu dürfen. Und all die anderen vielen Werke, die ich hier drumherum habe, natürlich Nummer 1 sind Sorry Stones, die Beatles. Aber nein, wir sind heute bei den Stones, machen jetzt hier einen Break und gehen dann rüber in die CD- und Musikecke. Okay, Break hier. So, ich habe hier in diese Ecke auch die Kerze installiert, solange die ja brennt, ist noch Sauerstoff da. Also, im Hintergrund dudelt das Konzert. Das ist ja mal ein privater Bedarf, ne? Aus Hamburg. Und da hatten wir natürlich keine CDs. Da gab es diese wunderbaren Vinylplatten. Und auch am Anfang hatten wir die gar nicht, sondern wir hatten mal ein Tonbandgerät. Wir, sag ich mal, das ist mein Bruder und ich. Und dieses Tonbandgerät, ein Grundig TK-42L hieß es, glaube ich. Da nahm man ja alles auf, was über Radio Luxemburg abends gesendet wurde und so weiter. Und also
die Qualität hatte schon so manches Mal zu wünschen übrig gelassen, aber man hatte eben die neuesten Songs, nicht? Ja, und wenn man dann, ich glaube, das erste Album von ihnen ist nicht dieses, aber aus der gleichen Zeit, 12x5, das war also nicht Nachhilfeunterricht für rechenschwache Künstler, sondern das waren 12 Lieder von den 5 Stones, den Ur-Stones damals, wobei sie eigentlich ja 6 waren, aber das war schon Management. In dieser Szene ist sowieso schon immer alles etwas merkwürdig gewesen. Diesen Ian Stewart, der war nicht passend in das Gruppenbild, nicht? Hatte so einen Schienen unter Kiefer. Tja, zu Zeiten eines Michael Schumacher wäre der wahrscheinlich ganz populär gewesen. Lassen wir das mal. Nein, die 5 Ur-Stones eben mit Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Brian Jones, den Obergauner, wenn man den in die Augen sah, wusste man eigentlich ja schon, dass das ein Spitzbube war, und Bill Wyman, der ja eigentlich William Perks heißt. Also mit diesen Typen, damals machten sie aber Rhythm and Blues, und das war was anderes, als was sie dann über die Jahre, haben ja jeden Stil dann mitgemacht und auch vielleicht sogar mitgeprägt, aber das waren tolle Songs, und wenn ich so sehe, Round and Around, da fing es an, oder ihre erste Single hieß Come On. Spiele ich nachher ganz kurz, glaube ich, auch an, wenn ich die Zeit noch dazu habe. Und Empty Heart, wunderbar. Oder ein toller Song ist hier 2120 South Michigan Avenue. Was ist das? Das war die Adresse von Decca Records in Chicago. Das war ein Büro, die haben sie gar nicht gefunden. Sie dachten, das wäre ein Riesending. Dabei war das nur so eine Niederlassung. Und das ist also ein Instrumentalsong, der mir schon damals super gefiel. Deshalb war ich immer bei dem Schlagzeug dran, nicht? Ja, Stones Out Now, ja, das war dann so eine Scheibe. Everybody Needs Somebody to Love. Ja, da gibt es ja schon tolle Versionen und verschiedene Versionen. Super ist ja die, wo in Paris, glaube ich, dem Mick Jagger von dem Schreiber dieses Songs, Solomon Burke heißt er, fetter alter Referent, ja, US, Mann, der hat diesen Song geschrieben mit jemandem, und dieser Solomon Burke übergab auf bebenden Bühnenbrettern dem Mick Jagger einen schweren goldenen Umhang, glaube ich, so einen Monsterumhang, während dieses Songs Everybody Needs sagt, das ist eine tolle Aufnahme, ja, sowas müsste man einspielen, nur dann darf man nicht Abko heißen oder noch mehr verklemmte Typen, egal in den Etagen dieser Plattenlabels. Ja, Künstler haben immer Angst, dass andere Künstler in Anführungsstrichen oder Leute sich auf ihre Kosten nützlich machen und eventuell einen Euro oder einen Cent oder einen Dollar mehr verdienen könnten als sie selber damit. Ich wiederhole mich, ich habe das vorhin ja gesagt, die wären da damals alle sehr froh gewesen, wenn irgendwo ein Straßenmusiker ihre Musik gespielt hätte. Ne? Je öfter, je mehr, desto besser, würde ich doch meinen. Nicht? Heute halten die eine Politik, je weniger, desto besser für ratsam, um dann die richtige Summe mit nichts tun bei irgendwelchen, was weiß ich, Veranstaltungen, wenn das Liedchen dann mal kommt, rechtfertigen zu können. December Children, ja, ja. Das war ja damals so, diese Alben UK, Europa und Amerika waren immer unterschiedlich, weil die Amerikaner, die hatten immer andere Formate. Also nicht 12, sondern nur 10 Songs zum Beispiel, und dann das Lied wollten sie nicht und da musste ein anderes genommen werden. Das war bei den Beatles ja sowieso Vorreiter, nicht anders. Aftermath gibt es eben auch 2 Versionen, die europäische und die amerikanische. Wir haben sicherlich beide, und ein tolles Album ist natürlich ist hier Good Life If You Want It. Das ist ein tolles Album. Under My Thumb, Get Off of My Cloud, Lady Jane, Not Fade Away und so, das sind super, super, super Songs. Damals, das ist natürlich inzwischen dann alles digital remastered. Schöne Musikstücke, kann man alle nicht einspielen. The Rolling Stones, Between the Buttons. Ja, und wenn man dann schon in die Gesichter hier bei dem Burschen in der Mitte, Brian Jones, ich sagte es, ein verschlagener Typ, der ja seine Kumpels am Anfang schon mit der Gage beschissen hat, auf Deutsch gesagt. Aber ich will ja nicht in schmutziger Wäsche machen, nur. Der war so voll gekifft immer. Ich glaube, der war auch
ja, war eine Befreiung für die Jungs, dass er denn damals selber ausstieg. Und das war ja wohl, ich nehme an, 69, wenn ich, ich will gar nicht in die Historie, dafür gibt es ja die wundervollen Bücher. Aber das war ein schönes Album, das wir damals hatten. Das war so ein, auf dem Album war ein Wickel-Wackel-Bild. Also da waren diese Typen so, die konnte man sich noch bewegen und die lachten oder guckten oder wie auch immer. Kein schlechtes Album. Das war so das Gegenstück von zu Sgt. Pepper. Bedacht natürlich, sorry, um Längen in der Produktion kam sie nicht hin. Dann gibt es noch Flowers, okay, Flowers aus der Zeit, weil ja die Flower Power Area. Jetzt könnte ich über jedes Album eine ganze Menge erzählen. Gut, hat mir immer gefallen. Wo habe ich denn das hier? Das nicht. Wo ist denn? Let It Bleed kommt. Ah ja, Let It Bleed ist natürlich toll. Sieht aus, als ob das so ein Zehnerwechsler, ne? Die Platten, Zehnerwechsler fielen dann da runter. Und da ist dann ja drauf ein toller Song. Gimme Shelter oder Midnight Rambler. Das sind natürlich, wenn sie die live spielen in den Konzerten. Und dann so 18, 12 Minuten und dann rum. Also da möchte man ein Instrument dabei haben und mitmachen, nicht? Aber gut ist ja Sticky Fingers, come on. Oder ich habe hier, das war so eine Compilation, Metamorphins. Und da war ein Song drauf, I Don't Know Why. I Don't Know Why, ist klasse. Das ist klasse gespielt. Oder Jiving Sister Fanny, Jiving Sister Fanny. Oh, wunderbar. Okay, also, ich will ja gar nicht über all die Stones reden. Was habe ich denn hier? Ich wollte doch Sticky Fingers. Wo bist du? Habe ich doch auch hier in der Reihe stehen. Bist doch da, oder? Ach, das ist Exalomente. Hier ist sie doch. Da ist sie doch. Das war ja das Originalalbum. Das war ja dann mit so einem Reißverschluss. Der ging ja richtig zipp. Ziehen wir mal die Kurve heute. Zu 2015 bis 16 machen sie ja eine Zip-Tour. Ja? Die hatten einen Zip-Reißverschluss in der Hose. Konnte man runterziehen und dann kam die Unterhose so raus. Ne? Also, wer immer kreativ sein wollte, der durfte es im Umfeld dieser Stones. Das waren sie nicht. Das waren Andy Warhol, der die Zunge. Ihnen, hoppala, wo seid ihr denn? Da die Goldene und da die Großen überall. Das hat der kreiert, nicht? Sticky Finger ist natürlich ein super Album, Brown Sugar, okay. Aber Bitch. Warum Bitch? Drüben ist ein super Song. Heißt ja eigentlich, wenn wir es böse nehmen, Hure oder, ja, oder Füchschen. Ich hatte eine Freundin nebenan. Am Computer steht immer so ein kleiner Stony. Man nannte mich Stony. Ich weiß auch nicht warum, ich war kein Stone, aber Stony. Und diesen Stony schenkte man mir. Diese Bitch hatte mir diesen Stony geschenkt. Ich nannte sie Bitch. Sie hatte rot gefärbte Haare. Also dunkelrot. Sah eigentlich aus wie Julie Driscoll. Okay. Und diese nannte ich Bitch. Der Song passte super auch auf ihren Lebensstil. Das genug dafür heute. Ja, ein super Song. So, und diese vielen Alben, die hatten wir ja als Vinyl bis hin zu heute. Es sind alle, wenn ich nicht gefunden habe, hubbala, hubbala, hubbala. Oh, da fällt schon das nächste hier, The Biggest Bang. Das ist eben das in New York gewesen am 13. September 2005. Da war das 40. Jubiläum für mich. Und das war ein Geschenk unseres Sohnes. Es war super mit VIP-Karten und so weiter. Also Pre-Show und. Da werde ich dann drüben vor dem Gerät, vor dem Computer nochmal was drüber zu erzählen haben. Also, das ist die Musikecke als Beweis, dass ich die Hunderten von Songs, die Tausenden von Songs, alle nicht nur einmal, sondern mindestens dreimal in meinem Leben gekauft habe, inzwischen, weil wir sie einmal auch komplett verkauft hatten, die LP-Sammlung und damals auch schon CDs, weil wir unsere eigene Record Company hatten. Und ich wollte meinem Sohn damit zeigen, dass ich seine Musik mehr liebe als alles andere. Da habe ich dann also die 5000 LPs und was es alles war, und 2500 Singles und noch mehr, alle verkauft gehabt nach England, und die boten am meisten, und
Danach haben wir alle wieder neu gekauft, die uns am Herzen lagen. Okay, also, das zu dieser Musikecke. Ungeordnet wird die eine oder andere Stones-Scheibe noch drin sein. Ich hatte nur die schnell gefunden. Mehr oder weniger sind sie komplett. Also, 50 Jahre und noch ein bisschen weiter, 53 existieren sie schon und sie werden in meinem Herzen und als Musikliebhaber natürlich bis zu meinem letzten Tag existieren. Wir machen Break hier, trinken, habt ihr noch einen Drink? Auf das Wohl, auf diese, das Wohl dieser Boys. Die sollen noch lange so weiter dödeln. Ich werde nur allerdings kein Konzert mehr von ihnen besuchen, weil nach dem Höhepunkt noch den zweiten, das war schon ein Fehler. Aber ich werde, das könnte man mir schenken, kein Konzert mehr heute besuchen. Nicht nur, weil das Jugenddummvolk ja gar nicht weiß, was da oben auf der Bühne abgeht. Also ich meine, die Geschichte der Stones, die gehen hin, weil es ein Event ist. Auch schon damals war das nicht viel anders. Oh je. Oh je. Oh je. Ich habe eben mal auf die gefilmte Zeit geschaut. Bin ja drüber. Muss ja wohl heute den ewig notwendigen Song Stop the War, den muss ich tatsächlich, obwohl ich ihn schon im Abspann in den Credit Notes eingearbeitet habe, das muss ich löschen. Die 3-4 Minuten muss ich heute raffen, denn ich habe so viel erzählt. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Es ist einfach furchtbar. Ich darf nicht 50 Minuten mir vornehmen, um die Stones. Ich schaue hier dieses herrliche T-Shirt. Ich habe es andersrum angezogen. Das ist eben der Madison Square Garden von der Rückseite. Ja, nein, ich habe noch so viel zu erzählen. Wahrscheinlich kann ich 50 Stunden und mehr machen, denn so viel Musik hat man ja mindestens von diesen tollen Kerlen. Und was hatte ich hier alles so schön vorbereitet noch? Im Hintergrund doch diese Dia-Show. Ciao, das ist diese Annonce gewesen in dem französischen Friseursalon, dass die Kerle dort auftreten und dann, ah ja, das ist der Oldtimer, da brach ich auf, aus unserem Hotel am späten Nachmittag zum Konzert. Ein Gürtel von den Beatles, okay, aber was haben wir denn da? Das ist Stade de France, ja, da steht es irgendwie 91 Euro, ja, prima. Und dann, das ist das Stade de France, ja, da spielt jemand heute Fußball. Und das war dann da so die Bühne. Es war schon okay, es war schon klasse. Kann man nichts anderes sagen. War super. Anders als in der Halle war das im Stadion noch etwas gewaltiger, als sie da mit ihren Erdkugeln und Bällen. So, und das war das Geheimnis 40-steinige Jahre. Was ist denn das jetzt eigentlich? Das habe ich mal, als ich vor Jahren bei YouTube, nein, bei Amazon ausstieg, bewusst ausstieg, wie auch immer das zustande kam, da habe ich, weil mir der Internethelfer sagte, ach komm, dann sind wir bei Facebook, hat er mich angemeldet. Nach 6-8 Wochen, glaube ich, habe ich das gekündigt, vielleicht noch mal 3 Monate, ich weiß nicht. Da habe ich das als kleinen Aufheller, weil ich dachte, naja, machst du mal ein Geschenk, nicht wer das rät, was das ist, der würde dieses Buch geschenkt bekommen. Ja, da kamen die tollsten Vorschläge. Einige Leute hatten auch geantwortet. Es sind also die Originalschnipsel, die am Ende des Konzertes im Madison Square Garden von oben auf uns herniederregneten in der Riesenhalle damals im Madison Square Garden. Da 25.000 Leute gehen da so dann rein. Nicht? Das war das Geheimnis. Da sind die Originalschnitzelchen. Nicht? Also da ist nochmal der junge Mann, der damals eben vor 50 Jahren aufbrach, um die Musik nicht zu erobern, sondern aufzunehmen. Es gibt noch viel mehr zu erzählen und ich will uns gar nicht langweilen. Ich hab ja kaum was erzählt. Nee. Die Zeit ist gerast. Entschuldigung. Ich kann heute nochmal an dieser Stelle meinem Sohn danken. Der hatte das 40. Konzert am 13. September 2005 möglich gemacht. Das war ein Dienstag. Ja, dieses heute Sonntag. Der hatte das arrangiert. Das war ein super Erlebnis. Und ich werde es nicht mehr toppen wollen. Und diese Jungs,
die werden irgendwann ja auch mal einer nach dem anderen dann wohl nicht mehr in der Lage sein. Das sieht man im einen oder anderen Trailer. Ich habe im Abspann nachher geht denn das auch automatisch weiter? Das würde ja auch weitergehen. So toll ist der Bub ja, der Mod dahinter ja noch nicht wahr? Er graut in Lübeck am Kreenteich, übrigens aufgenommen, fällt mir jetzt ein. Das war hinten im hinterm Haus, hinterm Hof. Also auf unser aller Wohl, auf das Wohl der Stones. Ja, auf die nächsten 50 Jahre kann man bei denen ja eigentlich nicht sagen. Also ich nehme es mir ja noch in etwa vor, nicht mehr ganz, geht meine Rechnung also nur noch, als ich dieses erste Mal provokant sagte, ich werde also 115, 116, ey, habe ich ja nur noch 48 Jahre. Also 50 Jahre, 53 Jahre Stones, ich 50 Jahre, aber natürlich habe ich sie vom ersten Tag an mitgehabt. Die kam ja eben nur zum ersten Mal nach 3 Jahren. Vor dem hat man sie ja aus dem Land gar nicht gelassen. Also eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal dann wieder an einem Montag. Continents are moving fast.